Normale Menschen haben Angst vor Zombies, der Dunkelheit, Spinnen oder davor, dass der Kellner uns ins Essen spuckt. Take it back! If I wanted something your thumb touched, I'd eat the inside of your ear! Dinge, vor denen sich Prominente fürchten? Fragwürdige Schauspieljobs. Manchmal lehnen Schauspieler Blockbuster ab, weil ihnen der Film zu unheimlich ist, weil sie Angst vor einem schlechten Drehbuch haben oder weil sie einfach Angst haben, ihre Fans zu enttäuschen. Hier sind ein paar berühmte Schauspieler, die unglaubliche Rollen aus völlig legitimen Gründen abgelehnt haben und einige, die es später sehr bereut haben. Selbst eine Legende wie Michelle Pfeiffer scheut sich nicht zuzugeben, dass sie zu viel Angst hatte, sich dem Inhalt von Das Schweigen der Lämmer zu stellen. Wie Empire in seinem Bericht über die Entstehung des Films enthüllte, war sie von der überwältigenden Dunkelheit und Gewalt im Drehbuch abgeschreckt, eine Enttäuschung für Regisseur Jonathan Demme, der zuvor mit ihr gearbeitet hatte und Pfeiffer zu seiner ersten Wahl für die Rolle der Clary Starling machte. Er prüfte eine Reihe anderer Schauspielerinnen, bevor er Jodie Foster engagierte. Ehrlich gesagt würden wir Hannibal Lecter nicht einmal dann gegenüberstehen wollen, wenn wir uns nur auf einem Filmset mit ihm befänden, daher ist es leicht, Pfeiffer zu verstehen. Unterdessen lehnte ein weiterer großer Star eine Rolle in Das Schweigen der Lämmer ab, Jeremy Irons. Offenbar ist die Rolle eines kannibalischen Serienmörders noch ein bisschen schlimmer als der gruselige Typ, den er in Lolita spielte. Im zarten Alter von 22 Jahren hatte Josh Hartnett Angst davor, in eine Schublade gesteckt zu werden, als er gebeten wurde, den roten Umhang in dem Film Superman Returns von 2006 zu tragen. Also lehnte er die Rolle ab, zum Teil, weil er seine Freizeit schätzte, aber auch aus Angst, seiner Karriere zu schaden. Ebenfalls auf Hartnetts Nein-Danke-Stapel Gelegenheiten, sowohl Batman als auch Spider-Man zu spielen. Wie er später gegenüber dem Playboy zugab, war die Entscheidung, nicht in die Strumpfhosen zu schlüpfen, letztlich das, was seiner Karriere geschadet hatte, wie er sagte. Ich habe definitiv zu einigen der falschen Leute Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt, weil ich einfach müde war und mehr Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie verbringen wollte. Das ist in dieser Branche nicht gern gesehen. Die Leute mögen es nicht, wenn man Nein sagt. Der englische Schauspieler Jude Law hatte mit demselben Angebot zu kämpfen wie Hartnett. Regisseur Bryan Singer erwog, den britischen Star zu nehmen, doch Law war sich nicht sicher, ob es eine gute Idee gewesen wäre, sich den Umhang umzuhängen. Er war besorgt wegen seiner Nationalität und dachte, ein Engländer sollte nicht den Mann spielen, der für den amerikanischen Weg steht. Und er war auch nicht gerade begeistert davon, Strumpfhosen anzuziehen. In der Hoffnung, den Schauspieler umzustimmen, ließ sich Singer das Kostüm zuschicken und Law probierte es an. I take the suit into the bathroom. Suddenly I'm putting it on and then I look around and I'm in the mirror and suddenly I'm Superman. Law fing sogar an, das John Williams Theme aus dem Originalfilm zu hören, doch die Fantasie hielt nicht lange an. And then I have this picture of that of me in that costume, you know, on posters all around the world and I was like, no way. And I unzipped it. Plötzlich konnte er die Rolle nicht mehr spielen, obwohl er die Genugtuung hatte, für ein paar Augenblicke so zu tun, als wäre er Superman. Und wie Law es ausdrückte, das war genug. Es ist schwer, sich jemand anderen als Whoopi Goldberg als Schwester Mary Clarence in Sister Act vorzustellen, doch die Rolle wurde zunächst Bette Midler angeboten. Wie sie später gegenüber Metro erklärte, lehnte sie das Angebot ab, weil sie Angst davor hatte, wie ihre Fans auf ihre Darstellung einer Nonne reagieren würden. Meine Fans wollen mich nicht in einem Kopftuch sehen. Wer will schon Midler die Nachricht überbringen, dass die Rolle nicht wirklich eine Nonne war? Genau das ist mit dem Act im Titel gemeint. Dreamgirls-Star Jennifer Hudson wurde die Hauptrolle in Precious angeboten, die sie jedoch ablehnte. Eine Entscheidung, die sie zunächst damit begründete, dass sie nicht das für die Rolle notwendige Gewicht zulegen wollte. Später betonte sie gegenüber der Huffington Post, dass die Entscheidung mehr mit dem zu tun hatte, was auf dem Papier stand, als mit dem, was auf der Waage zu sehen gewesen wäre. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was für dich bestimmt ist, auch für dich bestimmt ist. Ich habe die Rolle nicht wegen der Gewichtsproblematik abgelehnt. Ich hatte nur das Gefühl, dass die Figur Dinge tat, die ich nicht wollte und die ich nicht brauchte, zumindest in dem Drehbuch, das ich bekam. Ursprünglich wurde ihm die Rolle des Jack Twist in Brokeback Mountain angeboten, doch Mark Wahlberg lehnte sie ab, nachdem er sich, Zitat, vor dem Drehbuch geekelt fühlte und seine Angst vor den homosexuellen Aspekten des Films das Potenzial der Rolle überwiegen ließ. Der National Enquirer bekräftigte die Gerüchte und behauptete, dass sein Pfarrer Wahlberg einfach Nein gesagt habe. Das ist Schauspielerei, Mark. What? No! Jake Gyllenhaal und Heath Ledger haben unterschrieben und die Oscar-Nominierung von Gyllenhaal für den Film dürfte Wahlberg wohl besonders gefreut haben, als er davon las. 12 Years a Slave, eines der am meisten gelobten Dramen der letzten Jahre, hätte beinahe Brad Pitt in der Rolle des Bösewichts Edwin Epps gezeigt. Pitt erzählte The Mirror, dass er die Rolle ablehnte, weil er Angst davor hatte, was seine Kinder denken würden, wenn sie ihn als Sklavenhalter in dem Film sehen würden.
Er entschied sich für eine Cameo-Rolle, denn als einer der Produzenten des Films darf man solche Dinge tun. David Cronenbergs Die Fliege ist so ziemlich der perfekte Horrorfilm. Er ist ekelerregend und Jeff Goldblum und Gina Davis in den Hauptrollen sind der absolute Hammer. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand anderes ihre Rollen hätte spielen sollen. Doch schockierenderweise war Goldblum nicht der einzige Schauspieler, der für die Rolle dieses grotesken Tieres in Frage kam. Wie sich herausstellte, war auch John Lithgow bereit für eine Reise durch die Teleportationskapseln. Lithgow ist kein Unbekannter in der Rolle eines Monsters, doch trotz seiner Vorliebe für gruselige Figuren hatte Lithgow nicht den Mut, sich in eine menschengroße Fliege zu verwandeln. In einem Interview mit dem In Magazine gab der Schauspieler zu, dass sein Agent wollte, dass er den dem Untergang geweihten Wissenschaftler Seth Brundle spielt, aber Lithgow hielt die Fliege für eine eklige Story und er wollte nicht etwas so Groteskes spielen. Und wenn der Typ, der den Trinity Killer spielte, einen Film zu eklig fand, dann solltet ihr wahrscheinlich auch Angst haben, diesen Film zu sehen. Sehr viel Angst. Noch bevor die Dreharbeiten für den Film Reagan begannen, war das Projekt aufgrund der öffentlichen Empörung bereits gestorben. In dieser alternativen Geschichte über die letzten 4 Amtsjahre von Ronald Reagan erkrankt der 40-jährige Präsident während seiner zweiten Amtszeit an Alzheimer und man beauftragt einen Mitarbeiter, Reagan vorzugaukeln, er sei immer noch ein Schauspieler und spiele den Präsidenten in einem Film. Als bekannt wurde, dass Will Ferrell, dem es nicht ganz fremd ist, Präsidenten zu spielen, in Erwägung zog, den an Demenz erkrankten Reagan zu spielen, drehte das Internet völlig durch. Vor allem die Reagan-Familie kritisierte den Film als beleidigend für Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind. Die Wogen schlugen so hoch, dass Regisseur Adam McKay erzählte, dass Leute in den Produktionsbüros anriefen und bedrohliche Sprachnachrichten hinterließen. Bald erreichte die Wut über das Projekt einen solchen Höhepunkt, dass Ferrell dem Film im Grunde genommen den Todesstoß versetzte, indem er ankündigte, er sei nicht mehr an der Rolle interessiert. Wahrscheinlich war es das Beste. Inzwischen weiß jeder, dass das Original von Star Wars ein brillanter Mix aus George Lucas' Lieblingsfilmen war. Ein bisschen Flash Gordon, ein bisschen Material aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Prise von schwarzen Falken und fertig ist eine neue Hoffnung. Doch den größten Einfluss auf die Star Wars-Saga hatten wohl die Filme von Akira Kurosawa. Natürlich kann es keinen Kurosawa-Film ohne Toshirô Mifune geben, einen Superstar, der in 16 Kurosawa-Filmen mitwirkte. Er beeindruckte Lucas so sehr, dass der Regisseur ihn für die Rolle des Obi-Wan Kenobi haben wollte. Es ist unbestreitbar, dass Mifune einen hervorragenden Jedi-Ritter abgegeben hätte. Doch laut seiner Tochter war Mifune besorgt, dass der Film, ich zitiere, das Image der Samurai abwerten würde. Zu dieser Zeit sahen Sci-Fi-Filme noch ziemlich billig aus, da die Effekte noch nicht ausgereift waren und er besaß eine Menge Samurai-Stolz. Mifune winkte ab und sagte Lucas, er solle für die Rolle von Kenobi und Darth Vader jemand anderen nehmen, wie seine Tochter berichtete. Wenn das stimmt, hat ihn sein Samurai-Stolz einen ziemlich saftigen Gehaltscheck gekostet. Es ist ziemlich schwer, sich jemand anderen als Chris Evans in der Rolle des Captain America vorzustellen. Evans scheint die angeborene Güte, den Edelmut und das Heldentum von Captain zu verkörpern. Es ist einfach der richtige Schauspieler für die richtige Rolle. Und das macht es umso überraschender, wenn man bedenkt, dass Evans das Marvel-Super-Serum zunächst abgelehnt haben soll. Bei Jimmy Kimmel Live gab Evans zu, dass er Angst vor der ganzen Sache hatte. I was scared, because at first it was, you know, at first it was some 9-picture contract and there are parts of me that have a little bit of social anxiety with this industry. Er lehnte Marvel ab. 2-mal. Wie er gegenüber The Scotsman erklärte, genoss er es einfach, kleinere Filme zu machen und unter dem Radar zu bleiben. Doch schließlich erkannte der Schauspieler, dass er aus Angst Nein sagte und nahm schließlich das Vibranium-Schild in die Hand, nachdem er erkannt hatte, dass er die Rolle aus den falschen Gründen ablehnte. Whatever you're scared of, push yourself into it. Das klingt wie etwas, das Captain America sagen könnte. Wir wissen, dass Chris Pratt schließlich die Hauptrolle des Star-Lord in Guardians of the Galaxy übernahm. Doch bevor er half, das Universum zu retten, lehnte er die Rolle ursprünglich ab. Wie er gegenüber Entertainment Weekly erklärte, hielt er sich für zu dick, um einen Superhelden zu spielen und hatte letztlich Angst vor denselben negativen Reaktionen, mit denen er zu kämpfen hatte, als er für Star Trek und Avatar übergangen wurde. Als großer Fan des Actionfilm-Genres stellte sich Pratt später seinen Ängsten und gewann die Herzen der Guardians-Fans auf der ganzen Welt. Das ist die Geschichte eines Superhelden aus dem echten Leben. Im Gespräch mit GQ gab Denzel Washington zu, dass er es bereute, die Chance abgelehnt zu haben, in dem David Fincher-Klassiker 7 mitzuspielen, in dem es um einen Serienmörder geht, der die 7 Todsünden als Vorlage für seine Morde verwendet. Wie er erklärte, fand er das Drehbuch zu düster und böse. Doch jetzt, da wir alle ein paar Jahrzehnte Zeit hatten, Brad Pitt und Morgan Freeman in dem Film zu bewundern, sieht er den Film etwas anders. Wenn ihr Washington jemals seht, vergesst nicht, ihn zu fragen, was in der Box ist.
Put the gun down. I saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. No, what's in the box? It's a box of balloons. It's just balloons. It's balloons. It's a box of balloons. There must be 100 balloons in here. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsschauspieler. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.